Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal mit Mr. TNRW. Wie gesagt, liken, abonnieren, falls ihr nicht gemacht habt, auf den Abonnieren-Button drücken. Glocke oben aktivieren, tägliche Shorts, keine Videos mehr verpassen. Link wie unten in der Beschreibung, Biografie könnt ihr alles euch durchlesen, Playlist nochmal alles anschauen und so weiter. Bis der Arzt kommt, alles anschauen, anschauen, anschauen. Und so, ja, und wie gesagt, gestern, beziehungsweise... Ich habe dann noch Produkte auch hier auf meinem Kanal, beziehungsweise welche auch noch ist in der Linktree-Beschreibung, dann alles 20% erstmal auf Produkte hier in den Shop Paris I Look Book. Wie gesagt, 20% einfach den Code MrTNRB eingeben. Ihr erhaltet dann Modeschmuck, ob Uhren, ob Kette, Ringe und so weiter, Leute. Ja, wie gesagt, das erhaltet ihr wirklich dann alles. Wie gesagt, parallel beschafft mit meinem Botschafter und so weiter. Also, fangen wir auch direkt an. Letztens haben wir über Gewalt geredet, über Frauen, Video und so. Halt alles. Ja. Aber jetzt reden wir halt wie über die Handtasche. Kennt ihr von Frauen, jeder hat eine Handtasche? Egal, ob ihr verlobt, in der Beziehung seid oder verheiratet seid oder sonstiges. Ihr seht einfach eine Frau immer diese typische Handtasche. Von groß bis klein. Wir wissen nicht, was da drin ist. Das wollte ich jetzt mal aufklären. Wie gesagt, in den Kleinen oder so. Wie gesagt, gehen wir es auch direkt durch, Leute. Wie gesagt, ihr kennt das ja von unterwegs. Ja, typisch haben die kleinen, großen Handtaschen. Meistens haben die auch die großen Handtaschen dabei, falls der Mann irgendwie keinen Bock was hat zu schleppen, dann sagt er einfach so, ja komm, bitte Schatz oder Frau, kannst du mir da bitte, bitte da rein tun? Deswegen auch diese großen Handtaschen. Oder falls die Frau sich irgendwie auch was kauft, einkauft, ob, oder irgendwie Schmuck oder dies kauft oder sonstige Teil. Dafür sind diese großen Taschen da oder hat dann halt auch... Wie gesagt, Tempo drin oder irgendwie, was haben die noch da drin? Wie gesagt, Schmuckkoffer, so einen halben Schminkkoffer haben die da drin. Ob Schminke, ob Eyeliner, ob Maybelline-Jade, Mascara, Puder, Maske. Einfach dermaßen, einfach alles da haben die drin. Ja. Deswegen, Leute, Maybelline-Jade, New York, Lippenstift, wie gesagt, alles da drin. Wie gesagt, von Puder Schönheit. Dann wahrscheinlich haben die auch noch Pfefferspray da drin, damit die Leute, meisten Leute sich verteidigen können, wie auch im letzten Video gesagt worden ist mit Gewalt. Und so, ja, deswegen. Und wie gesagt, auch, das weiß man nicht, dann ist da bestimmt auch noch hier irgendwie Tampons, kennt ihr auch, falls ihr irgendwie unterwegs diese Delete bekommt, ihr wisst schon, was ich meine. Oder halt, wie gesagt, mit diesen Bip, 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 hier dieses Bip, 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 Bip. Wie gesagt, ihr kennt ja, was ich meine, wie gesagt, mit Verhütung und so. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann auch noch da drin, sonst trinken oder so, sonst bestimmt auch noch hier, was weiß ich, so Medikamente bestimmt, so Notfallmedikamente haben die noch da drin, oder hier auch, wie gesagt, dann Rauch, dies, dann Feuerzeug, dies, das, alles Alltagsgegenstände da drin, weil ich immer eine ganze Tasche ausgebe, dann bestimmt noch so irgendwelche, dann bestimmt noch Portemonnaie, wie gesagt, dann noch verschiedenes Kleingeld, auch noch, hatte ich auch mal erlebt. Also bis jetzt, was ich alles erlebt habe, was ich in der Tasche aufgezählt habe, habe ich wirklich mal bei ganzen Frauen erlebt. Also ich war ja schon in mehreren, also wir sahen auch schon mehrere Frauenbeziehungen und so. Deswegen, ich erzähle euch mal alles, was da drin ist. Und wenn die immer die Kleinen mit haben, dann wollen die nicht, dass die Männer da was reintun halt auch. Oder sind nur die wichtigsten Gegenstände drin, haben die auch noch den Schlüssel da drin, Leute. Oder Autoschlüssel, diverse Schlüssel. Ausweise, Karten, Coupons, Rabattgutscheine und so weiter. Aber... Wie gesagt, dann gibt es die auch noch diese Taschen mit extra Fächern auch und so. Dann haben die wahrscheinlich, ich weiß das aber nicht, dann haben die bestimmt noch hier auch so einen Spiegel auch noch dabei. Klar, wenn die sich hier in den Spiegel gucken so, also unterwegs da oder sich unterwegs fertig machen wollen. Klar, dafür auch diesen halben Schminkkoffer da drin. Kennen wir ja alles aus den verschiedenen diversen Alter. Oder was ich mir auch noch wirklich da vorstellen könnte, hat die irgendwie dann noch hier so... Warte mal, Nagelfeiler, dann bestimmt noch so Nagelschere auch noch, könnte ich mir so vorstellen, dann haben Nagellackierung hier. Im Nagellackieren, manche machen das ja auch selber, die das können. Kennt ihr dann so, lackieren und so weiter. Bestimmt dann noch so verschiedene Haargummis, ist auch klar, Haargummis, Haarspangen. Wahrscheinlich, wenn eine kaputt geht oder so. Oder ein Haargummi reißt, oder ich weiß nicht, gibt auch so manche Sachen. Ich weiß nicht, ist alles möglich, Leute, alles einfach. Deswegen... Ich weiß ja nicht, ob das reicht oder reißt oder so. Dann gibt es noch diese Gummiente. Nein, Spaß. Wie gesagt, dann gibt es ja noch, was haben die noch dran? Ja, dann haben die, wie gesagt, bestimmt auch noch so Creme da drin für Gesicht, Feuchtigkeitscreme, Feuchtigkeitstücher, also bei manchen auch so. Die dann, oder Defekt, hatte ich auch gesehen, manche haben an Handtaschen hängen auch hier dieses Defektionsmittel seit Corona hier war.
Kennt ihr auch, das ist dann, sehe ich dann auch an bestimmten Taschen oder wie gesagt Handtaschen oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, Leute. Wie seht ihr das? Was denkt ihr so? Was hat eure Freundin? Also, was kennt ihr da so? Was ist in der Handtasche drin? Einfach liken, schreiben. Und so. Ja, wie gesagt, nachher gehe ich auch wieder in TikTok live. Könnt ihr dann auch schön gucken. Wie gesagt, da mache ich auch diverse Themen über Frauen und verschiedene Sachen und Alltag. Ja, was haben die noch da drin? Dann vielleicht haben die wahrscheinlich dann noch, ja, Medikamente habe ich ja gesagt, dann noch und so. Wahrscheinlich haben die dann auch noch hier so Kaugummi da drin, wegen frischem Atem. Klar, wenn man zum Beispiel unterwegs einen kennenlernt und so küssen will. Alter, deswegen schätze ich mal, oder auch Mundspray. Wie gesagt, Hygiene für den Mund oder irgendwie so ganze Zeit so Tricks. Dann noch, ja, wie gesagt, Schminke, falls das regnet, ist klar, falls sie abgeht, weil wenn das regnet, dann hält das ja nicht. Deswegen haben die auch diese ganzen Schminke mit Wasser und do dies da drin und Creme. Also falls man auch irgendwie, wenn die irgendwo drauf gehen oder Wind haben, dann ist da noch wahrscheinlich auch hier diese Haarbürste drin. Falls der Wind kommt, hat die einfach nachkämmen können. Sind ja so manche oder so. Oder haben dann auch noch Parfüm da drin oder Deo, genau, Deo und Parfüm auch noch wegen Hygiene, falls sie unterwegs irgendwie auch irgendwie schwitzen oder rennen müssen, um den Bus zu kriegen, Leute. Dann haben die auch noch da Sportsache, also wie gesagt, dies da drin. Kennt ihr jetzt selber. Haben dann da noch Aftershave oder zum Date müssen. Ah, schnell Deo einsprühen oder Parfüm, damit ich gut rieche. Und deswegen auch diese ganzen Produkte da drin. Auch, aber wie gesagt, warum die die ganz kleinen Handtaschen haben, weiß ich nicht. Dann gehen ja auch, wie gesagt, da ist dann nur Portemonnaie drin. Wahrscheinlich dieses das, also wenn ein Raucher ist oder dies ist oder sonstiges ist. Bestimmt nur unten Haustürschlüssel, bestimmt dann nur die wichtigsten Gegenstände und in so einer großen Tasche bestimmt, wie ich gerade erzählt habe, diese ganzen anderen Sachen. Wenn, ich glaube, so ist das wirklich. Wenn die zum Feiern gehen, nehmen die meistens ja so eine normale mittlere Tasche bis größere Tasche mit. Da dann auch verschiedene Sachen wie dies und das und Tücher und Schminke und alles etc. drin ist. Und wenn die einfach nur so unterwegs in der Freizeit sind, dann habe ich auch schon bei manchen gesehen, haben die eine kleine Tasche mit. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wem fällt das so auf? Also ihr müsst ja mal draußen gucken, also ob die kleine, große Handtasche haben, ist auch mal so ein derbes Thema, mache ich auch gleich noch ein Short-Video zu, auch drüben. Weil, wie gesagt, Garagenhof mache ich dann am Mittwoch. Wie gesagt, da will ich dann Außendreh machen. Ach ja, dann werden auch verschiedene Sportübungen, Kampfübungen nochmal kommen. Also, wie gesagt, wo ich mehr Platz habe, verschiedene Challenges nochmal. Auch so, also die ich jetzt in der Wohnung machen kann. So, wie gesagt, auch zurück zu der Handtasche. Da wird es also nochmal Promotion-Werbung. Handtasche. Ja, dann gibt es ja auch noch diesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Frauen machen auch wirklich mit der Handtasche damals als Sport an. Handtaschenweitwurf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Dafür ist auch die Handtasche geeignet. Die machen da wirklich mit Wettbewerbe. Also, wie so werfen. Wie ihr zum Beispiel aus dem Sport kennt, mit Ball werfen. Also hier im Weitwurf und so. Leute, das ist wirklich ein Wettbewerb. Deswegen, dafür wird die dann auch noch benutzt. Sonst halt, dass das auch für einen Style passt, gut aussieht für draußen. Klar, Frauen haben einfach verschiedene Handtaschen. Also so richtig viele bestimmt auch. So in der Farbe, in dem Style, in dieser Farbe, in dem Style, in dieser Länge und so weiter. Also Frauen haben wahrscheinlich nicht nur eine Tasche. Wir sammeln, also Männer sammeln bestimmt so viele Cappies wie ich hier. Oder viele Schuhe wie ich. Oder so. Frauen einfach so bestimmt so 1000 Handtaschen. Leute auch 1000 Schuhe, wer weiß, wer nicht gibt. Bestimmt so 1000 Lippenstifte, 1000 Schminksachen. Das ist so typisch, typisch Frau, Leute. Ja. Werde ich auch mal so einen diversen Vergleich nochmal machen. Ja, sonst, wie gesagt, die Handtasche. Ja, sonst eigentlich so. Sonst weiß ich nicht, wie man die sonst benutzt. Also sonst benutzt man die ja nur für unterwegs. Sonst, wie gesagt, ist ja auch nur die wichtigsten Alltagsgegenstände da drin. Das war auch schon das Thema mit der Handtasche. Ich glaube, jetzt ist auch alles gesagt, was ich wusste. Und falls ihr irgendwie was noch zu ergänzen habt mit der Handtasche oder was, falls euch noch was einfällt oder was da reingehört, schreibt es in die Kommentare, Leute. Wichtig, auf jeden Fall. Schreibt, tippt in die Tasten, einfach in die Tasten tippen, schreiben. Ich beantworte alles, bis der Arzt kommt. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, der Podcast hier, die Folge, lasst ein Like da. Abonnieren, Button nicht vergessen zu drücken. Oben Glocke aktivieren, um jeden Tag keine Videos mehr zu verpassen, egal welche. Und in der Link-Tree-Beschreibung und alles und so weiter könnt ihr jetzt lesen. Auch mein Shop-Partner und die Label-Partnerschaften, weil hier mit dem Code MrNTNW kriegt ihr einfach Vergünstigungen auf Produkte, auf verschiedenen Schmuck. Ihr könnt euch hier Frauen beschenken, alles, ob Hochzeit und so besondere Anlässe, Geburtstag, Verlobung und so weiter, Verlobungsringe und so weiter, alles Ohrringe. Alles inklusive da vorhanden, nochmal ein bisschen Promotion.
Wäre mir dankbar, auf jeden Fall. Danke für eure Support, Leute. Support bis jetzt hier nochmal. Danke, merci beaucoup. Deswegen auf die 10K hier in TikTok, weil es ja die virale App Nummer 1. Dann Fan-Meeting auch nochmal gesagt, beschrieben. Und wie gesagt, Leute, haut rein. Ciao. Mr. TNRW, mach's gut.